Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Beginner Tutorial. In dieser zweiten Episode geht es um Instrumenten und Effekte und damit greife ich jetzt mal so ein paar Stufen vorweg, weil man möchte ja, wenn man Bitwig neu gestartet hat, nicht erst 50 Stunden Lehrmaterial durchgucken, bevor man den ersten Sound aus so einer Maschine rauslocken kann, sondern einfach mal so ein bisschen praktisch starten. Deshalb machen wir jetzt einfach so ein kurzer Überblick mit, wie kriege ich jetzt erstmal Sound daraus, und ja, da legen wir doch einfach mal los. So, hier auf dieser Oberfläche haben wir ja standardmäßig erstmal einen Instrumententrack und einen Audio-Track. Und Instrumententrack bedeutet immer, da sind MIDI-Informationen drin, und bei Audio-Track immer Audio-Informationen, also Samples und sowas in der Richtung. Bitwig hat dann noch mehrere Track-Varianten. Außer Instrument, Audio gibt es hier unten dann noch den Effekt-Track und den besonderen Master Track. Im Master Track fließen dann alle Audioinformationen zusammen, und das ist dann quasi so das Produkt, was man hier komponiert hat. In diesem Add-Menü finden wir dann auch nochmal den Instrumententrack, den Audio-Track, den Effekt-Track, und dann gibt es noch sogenannte Group-Tracks, da kann man Tracks gruppieren, und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, nehmen wir es hier mal, Add Instrumententrack mit Ctrl-T, kann ich jetzt so verschiedene, drücke jetzt ein paar Mal STRG-T, dann wähle ich die alle aus, halte Shift-Taste gedrückt, drücke die zusammen und kann dann hier mit einem Rechtsklick zum Beispiel sagen Group oder STRG. Und dann habe ich hier eine Gruppe erzeugt. Die Gruppe mache ich jetzt mal farblich blau. Dann sieht man, das ist wie so eine Klammer hier, die alle diese Tracks, die ich markiert habe, umfasst, und ich kann jetzt hier auf das Ordnersymbol klicken, und dann sind die hier alle quasi in dieser Gruppe drin, und ich kann alle Tracks mit der Lautstärke hier leiser oder lauter machen. So, aber ich mache das jetzt einfach mal zurück, und dann gehe ich wieder hier auf Ungroup, und jetzt sind alle wieder normal und markiere die und lösche die mit Entfernen oder Backspace, dann sind die alle wieder weg. Jetzt gehe ich hier auf mein Instrument, jetzt möchte ich einen Sound erzeugen. Und jetzt habe ich gerade mein MIDI-Keyboard angemacht, das ich hier angeschlossen habe. Und ich möchte jetzt einen Sound erzeugen. So. Wichtig dabei ist, dass dieser Punkt, dieses nennt sich Arm, der Record-Button an ist, sodass Bitwig darauf lauscht, wenn irgendeine Eingabe kommt, dass es das entgegennimmt. Wie das genau im Detail funktioniert, das erkläre ich in anderen Videos, aber jetzt geht es einfach darum, einfach mal ein bisschen Sound zu machen und so ein bisschen, mal ein bisschen Spaß zu haben. So. Das heißt, ich habe hier den Instrument-Track ausgewählt. Dann habe ich hier unten mein Device-Panel. Falls das nicht da ist, gucken, dass hier unten bei der Arrange angeklickt ist und dass dieses Device-Panel, da kann ich draufklicken, dann geht das auf und zu, dass das auf ist. Und hier habe ich so einen Plus drin. Und Plus bedeutet bei Bitwig, ich kann immer was hinzufügen. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann hier auf das Plus klicken, und das mache ich jetzt gerade mal. Dann geht hier so ein Pop-up-Browser auf. Und dieser Pop-up-Browser, der sieht so ein bisschen aus wie dieser Browser hier auf der rechten Seite. Und die sind von der Funktionalität ähnlich. Der auf der rechten Seite hat so ein paar mehr Funktionalitäten. Aber wenn man das hier jetzt mal so vergleicht, diese Symbole, das ist das hier, das gleiche Devices. Dann habe ich hier, wenn ich hier drüber gehe, sieht man hier unten in der Statuszeile, steht hier Presets, Samples, Multisamples. Presets, Multisamples, Samples, ein bisschen gedreht hier an der Stelle. Das heißt, ich kann jetzt hier Devices, also Instrumente, auswählen. Aber wenn ich mich jetzt noch nicht so auskenne, dann weiß ich ja nicht, wie die Instrumente oder die Effektgeräte heißen. Deshalb gehe ich hier mal in die Presets, und die Presets sind so vorgefertigte Sounds. Ich bleibe jetzt hier mal bei den Devices von Bitwig. Ich habe noch zusätzlich hier installiert. Das hier ist hier, dieses Fenster hier oder diese Fenster sind Filterfenster. Das heißt, ich kann jetzt sagen All Devices, dann werden wir von allen Herstellern angezeigt, oder nur Bitwig. Ich gehe jetzt nur mal auf Bitwig.
Dann habe ich hier weitere Kategorien. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, einen Bass oder Bell, also eine Glocke oder Brass, also mehr so Blasinstrumente, ein Chor, ein Clap oder einen Drone, das sind so langsame, flächige Sachen. Oder zum Beispiel ein Pad, das sind auch so Flächen. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Pad. Dann kann ich hier noch weitere Stichwörter auswählen, wo ich sage, ah, bright, also so ein heller Klang oder mehr so ein Chorklang, ein klarer Klang oder ein dark, also ein düsterer Klang. Ich nehme es einfach mal düster und hier wird dann immer mehr rausgefiltert und ich kann hier dann durchscrollen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt mal Clustered Organ. Das klingt doch gut, wenn ich da draufklicke. Und ich habe hier dieses Symbol hier ausgewählt. Wenn ich hier nur einmal draufklicke, dann wird das Instrument quasi in der Vorschau hier reingeladen. Und wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann höre ich das Instrument. Drücke es auf meinem MIDI-Keyboard rum. So, sage ich, ja, gefällt mir nicht, ich will das, dann klicke ich einmal hier drauf und dann wird das Instrument hier reingeladen. Das ist jetzt wieder ein anderes Instrument. Und das klingt jetzt zum Beispiel so. Sage ich, okay, das nehme ich jetzt und dann klicke ich hier einfach auf OK oder ich könnte hier auch einfach einen Doppelklick machen. So, wenn ich das jetzt hier drüben mache, das machen wir jetzt beim nächsten Instrument zum Beispiel. Geht es im Prinzip so ähnlich. Ich habe hier auch so meine Filter, die ich hier so anklicken kann und einfach sagen kann, was ich möchte. So, ich habe jetzt hier dieses Instrument und könnte jetzt hier schon anfangen zu spielen. Und zwar, wenn ich spielen will, sollte ich aufpassen. Ich habe hier oben die Beats per Minute, die Geschwindigkeit. Wenn ich mit der Maus drauf drücke und die Maus hoch und runter schiebe, kann ich das verändern. Oder ich mache einen Doppelklick rein und gebe dann direkt die Beats per Minute ein, zum Beispiel. Und was noch wichtig ist, ist ja der Viervierteltakt oder Dreiviertel oder Sieben Achtel, was man hier einstellen kann. Vermutlich wird man am Anfang eher so den Viervierteltakt erstmal lassen. Das ist erstmal so das Einfachste. Dann habe ich hier noch einen Metronom, das ist relativ wichtig. Wenn ich da draufklicke und auf Play drücke, dann höre ich so ein Tickern. Kann mich daran orientieren, um im Takt zu spielen. Drücke ich auf Stopp, Doppelklick auf Stopp, bin ich wieder mit dem Play-Cursor hier ganz am Anfang. Kleine Sache noch hier mit dem Arranger, das wandert ja so hin und her. Und wenn ich zum Beispiel mit der Maus hier auf die mittlere Taste klicke und festhalte, die Maus hoch und runter schiebe, zoome ich rein mit hoch oder runter, zoome ich raus. Und ich kann die Maus auch links und rechts hin und her schieben. Also ich kann da in zwei Richtungen hin und her schieben. Das mag am Anfang so ein bisschen schwierig sein, da gewöhnt man sich relativ schnell dran und irgendwann liebt man das, weil das eine sehr schnelle Möglichkeit ist, von einer Stelle zur anderen zu springen, beziehungsweise mal so einen kompletten Track mal eben schnell rein und rauszoomen. Wichtig ist hier noch auch dieser Loop, dieses Loop-Signal. Das sagt einfach, dass der Bereich, der mit diesem Balken, den ich auch hier hin und her schieben kann, dass der geloopt gespielt wird. Das heißt, wenn ich das jetzt hier spielen lasse, habe ich hier zwei Takte, jetzt auch kürzer machen können, fängt er wieder hier vorne an. Machen wir den hier einfach mal kürzer. Doppelklick, Play Cursor ist wieder am Anfang und dann spielt er hier einen Takt lang. Wenn ich den hier verschiebe, dann läuft er hier rein und spielt dann nur diesen Bereich. Möchte ich einen anderen Bereich haben, kann ich den größer oder kleiner ziehen an beiden Ecken. Oder wenn ich das zum Beispiel hier machen will und möchte die Maus nicht hier rüber schieben, kann ich das hier mit dem Bleistift direkt machen, der automatisch hier auf diesen Senkrechtlinien hier eingezeichnet wird. Das sollte man wissen, wenn man irgendwie was eingespielt hat und das Ding wiederholt sich die ganze Zeit, man weiß nicht warum. Hier oben dieses Wiederholungssymbol. Und dann können wir jetzt auch schon mal loslegen mit irgendwas einzuspielen. Das Override sollte vielleicht am Anfang an sein oder fast immer an sein. Und zum Losspielen habe ich zum Beispiel hier in diesem Play-Menü eingestellt, hier unten eine Pre-Roll. Das heißt, bevor Bitwig anfängt, wirklich was aufzunehmen, wird ein Takt vorgezählt. Wie man das so von Bands kennt. Eins, zwei, drei, vier und dann legen alle los. Und wenn ich das hier mache, das demonstriere ich jetzt gerade mal, klicke ich hier drauf. Jetzt fängt er an aufzunehmen. Hat einen Takt einfach vorgespielt. Ich drücke hier auf Stopp,
Dann markiere ich den Clip, drücke auf Entfernen zum Beispiel, geht auch mit Kontextmenü. Steuerung Z hole ich das wieder zurück. Kontextmenü rechter Mausklick und kann dann hier zum Beispiel sagen Delete und dann ist dieser Clip weg. So, jetzt nehme ich einfach mal ganz kurz was auf. Mit der Leertaste oder hier oben auf Klick auf den Stopp kann ich das Ganze wieder stoppen. So, jetzt mittlere Maustaste, zoome ich hier rein mit der Maus nach oben. Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr aufgenommen. Und dann kann ich hier im oberen Bereich einfach den Clip anfassen und hier zurückpacken. So, jetzt habe ich quasi das hier gespielt aus und ziehe diesen Balken so lang und kann das jetzt hier einfach loopen und der spielt mir das dann bis in alle Ewigkeit oder der Strom ausfällt oder ich das auch wieder stoppen. Mit der Leertaste kann ich hier Stopp drücken. Der Play Cursor ist hier vorne. Und mit der Leertaste kann ich auch wieder starten. So, möchte ich, dass das irgendwo anders gestartet wird, klicke ich hier oben, wo die Lupe ist, einfach hin und kann das dann hier starten. Wenn hier natürlich die Noten nicht anfangen, was sie hier nicht tun, dann höre ich auch nichts, weil quasi der Trigger fehlt, dann muss ich den Play Cursor ein bisschen weiter vorne starten, beziehungsweise die Noten dann auch anpassen. So. Doppelklick geht der Play Cursor wieder ganz nach vorne. So, jetzt habe ich schon mal verstanden, okay, wie ich was rekorde, so direkt. Und mit einem Klick auf den Clip oder einem Doppelklick hier oben drauf, kriege ich unten automatisch den Editor angezeigt. Das erreiche ich auch, wenn ich den Clip ausgewählt habe. Dann habe standardmäßig die Instrumentenansicht, kann ich hier unten auch auf den Editor umschalten. Also ich kann das hier unten machen oder teilweise halt einfach durch Doppelklicks oder wie auch immer. Hier unten gilt das gleiche, mittlere Maustaste hin und her reinzoomen. Und hier auf der Seite kann ich dann zum Beispiel hin und her, kann ich das nochmal breiter machen. Das Fenster kann ich hier hochziehen und dann sehe ich schon mal, was ich hier gespielt habe. Und wenn ich hier zum Beispiel reinzoome, dann sehe ich hier, okay, bin hier ein bisschen zu früh gestartet. Der 5-1 Strich, Taktstrich ist hier und nicht hier vorne. Da unten war ich viel zu früh gestartet. Dann kann ich hier diese Note hier auf der linken Seite nehmen und hier so ranschieben. Das kann ich jetzt mit allen Noten hier machen. Und dann fange ich hier auch korrekt an. Die kann ich zum Beispiel so verschieben, wenn ich das möchte. Manchmal ist so eine leichte Überlappung einfach auch schön. Aber so kann ich jetzt sagen, und mein Ton fängt genau an diesem Takt an. Und das könnte ich jetzt bei allen überprüfen, was ich da gemacht habe. Hier zum Beispiel habe ich viel zu spät angefangen. Dann ziehe ich mir den einfach hier ran. Wenn ich die Note quasi so mittendrin hier anfasse, dass ich den normalen Mauszeiger habe, kann ich die auch so hin und her schieben oder hoch und runter schieben, wenn ich das möchte. Also mal gucken, was für ein Symbol habe ich gerade an der Maus, dass ich auch die richtige Funktion ausgewählt habe. So, jetzt ist das natürlich ein mega toller Track schon, aber uns fehlt noch das Schlagzeug. Und jetzt kann ich hingehen, sagen Add Instrumenten Track. Und jetzt möchte ich ein Schlagzeug haben. Jetzt schalte ich hier unten wieder um auf das Device und möchte jetzt ein Schlagzeug reinladen. Und da gibt es die sogenannte Drum Machine, das ist die einfachste Variante, wo ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich gehe jetzt hier rüber auf diesen Browser, ich drücke jetzt hier unten nicht auf Plus, sondern benutze den Browser hier und suche mir jetzt, weil ich das jetzt schon weiß durch dieses Video, suche ich mir Drum mit einem M Drum Machine und dann sehe ich, okay, es gibt hier eine Drum Machine. Und jetzt kann ich hier einen Doppelklick machen oder ich nehme die einfach per Drag and Drop und ziehe die hier rüber zum Beispiel. Ich kann die auch direkt, wenn ich die jetzt hier nochmal lösche mit Entfernen, kann ich die Drum Machine zum Beispiel auch auf diesen bestehenden Track ziehen. Dann passiert genau das Gleiche. Oder was ich auch machen kann, ich nehme die Drum Machine und ziehe sie auf einen freien Platz. Also das heißt, wird ein neuer Track angelegt. Und dann habe ich nochmal das gleiche. Den Track kann ich dann einfach neben nach oben schieben und diesen leeren Track zum Beispiel löschen und den Audio-Track löschen wir zum Beispiel auch. So, jetzt habe ich eine leere Drum-Machine. Und
Bei allen Devices, Instrumenten, habe ich hier den einen Ausschaltknopf und darunter habe ich so ein Ordnersymbol. Und damit kann ich die Presets für das Instrument mir anschauen. Dann klicke ich jetzt mal drauf. Dann geht wieder so ein Browser auf. Und jetzt bekomme ich vorgefiltert hier für die Drum Machine alle Presets, also alle vorgefertigten Sounds oder Belegungen für dieses Instrument, für dieses Device. Und dann nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal so einen Drum and Bass Kit. Das dauert jetzt ganz kurz, bis er alles reingeladen hat und konfiguriert hat. Dann drücke ich hier OK. Und dann habe ich hier dieses Drumkit am Start. Jetzt muss ich noch die richtige Oktave erwischen. Mache hier mal ein bisschen lauter. So, das ist mein Drumkit. Und jetzt kann man zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich möchte es hier nicht im Arranger machen, sondern ich habe hier noch diesen Clip Launcher. Haben wir ja auch ganz kurz gesehen. Ne, haben wir nicht gesehen in der letzten Folge. Deshalb machen wir das jetzt hier vielleicht an der Stelle nicht. Sondern ich erstelle mir jetzt einfach hier so einen kleinen Clip, einen Takt lang. Blau, weil es schöner ist. Mache hier einen Doppelklick drauf und habe jetzt hier automatisch in dieser Drum-Editor-Sicht, Ansicht. Ich kann hier auch umwechseln auf die Klaviatur, auf die Piano-Rolle, die ich hier kenne. Kann ich hier umschalten und habe jetzt automatisch, ich mache das hier mal ein bisschen größer, habe ich jetzt meine Drum Machine. Wenn ich hier unten wieder umschalte in die Device, habe ich hier die Drum Machine und hier habe ich jetzt meine Drum Machine in der Notenversion. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich markiere hier oben nochmal diesen einen Clip und sage oder wähle hier aus mit einem Rechtsklick Loop Selected Region oder Steuerung L. Dann sieht man hier oben, dieser Balken hat sich hier draufgelegt und das Loop-Symbol ist hier automatisch an. Und jetzt schalten wir die ganze Spur nochmal auf Solo. Das heißt, es wird jetzt nur diese Spur hier angezeigt. Und ich mache jetzt einfach mal so einen ganz einfachen Rhythmus. Wähle hier ein Pen-Tool, also zum Malen aus. Und mache jetzt hier einen Ton rein. Dann bei der zweiten Stelle im Takt das vierte Viertel. So. Und wenn ich jetzt hier abspiele, wird natürlich dieser Clip geloopt. Und das seht ihr jetzt gleich. So, und jetzt habe ich meinen ersten Drum-Sound hier. Und dann gibt es hier die Snare, da kann ich auch vorhören. Kann jetzt zum Beispiel hier was einstellen. Gibt es hier die Hi-Hats verschiedene. Und jetzt hier nochmal paar Sachen eintragen. So, und hinten nochmal zusätzlich einen. Und jetzt habe ich schon einen Rhythmus da drin. So, das Ganze stoppen wir jetzt mal. Der Rhythmus gefällt mir soweit gut. Das heißt, ich habe jetzt einen Sound hier und einen Rhythmus hier. Das einzige Problem ist, der Rhythmus ist einfach viel zu kurz für meinen gesamten Sound. So, was ich jetzt machen kann, ich gehe hier auf diesen Clip. Der Maus hinten rechts ran, dann habe ich so dieses Symbol, um den Clip quasi zu vergrößern, zu verlängern. Das kann ich machen, aber da sind ja keine Noten drin. Also mache ich das wieder zurück. Das war. Und gehe jetzt mit der Maus einfach in den unteren Bereich des Clips und dann sehe ich so ein, wie hier oben, so ein Loop-Symbol. Ich zoome hier nochmal so ein bisschen raus, dass ich alles sehe. Und wenn ich dieses Loop-Symbol habe, klicke hier drauf, halte das geklickt mit der Maustaste, mit der linken Maustaste und ziehe den Clip jetzt bis ganz nach hinten. Dann wird dieser Loop hier, dieser Clip, geloopt. Und dann habe ich quasi für den gesamten Clip meine Drum-Sequenz. Und jetzt mache ich hier diesen Balken noch auf alles rüber. Mache vielleicht den oberen Teil ein bisschen lauter gleich. Mit dieser Lautstärkeregler und die Drums so ein bisschen leiser. Kann ich ja gleich nochmal lauter regeln, wenn es zu leise ist.
lass das Ganze jetzt einfach mal laufen. Mach vielleicht hier noch das Metronom hier aus. Nochmal von vorne. Und schon ist der erste Welthit fertig, quasi. So, und jetzt kann ich zum Beispiel noch hingehen und könnte sagen, ich möchte jetzt, nehmen wir den Pop-Up-Browser, klicken wir zum Beispiel hier auf dieses Plus. So, und wenn ich das mache, dann bekomme ich die Auswahl des Pop-Up-Browsers wieder und sage, ich möchte jetzt Samples da rein tun. Mal gucken, habe ich ein U-Sample? You. Kann ich hier hinten draufklicken? You. Zum Beispiel, oder... Ne, machen wir das anders. Machen wir hier nochmal auf Cancel, also abbrechen. Und ich erstelle hier einfach einen zusätzlichen Audio-Track. Der wird hier angezeigt. Gehe auf den Browser hier auf der rechten Seite, wähle hier Samples aus und sage, was habe ich hier an U? Ö. Ich hätte irgendwas gerne mit Stimme und Stimme heißt im Englischen Voice, also gebe ich hier mal Voice an. Hier ist mir zu wenig Voice. Octopus Voice. Zum Beispiel nehmen wir das einfach rein. Jetzt kann ich dieses Sample hier nehmen und kann das zum Beispiel einfach als Audio-Sample hier reinziehen auf meine Audiospur. Und wenn ich das jetzt alles abspiele, von Anfang an, Doppelklick, damit der Play-Cursor hier wieder ganz vorne ist. Jetzt ein bisschen leiser, also machen wir das ein bisschen lauter. Man sollte immer hier unten aufpassen, dass das nicht rot wird. Machen wir den Play-Cursor mal hier hin, beziehungsweise hier hin, da fangen die Noten an. Na, das haben wir dann. Klick drauf. Nehmen wir hier wieder das Pointer-Tool und fangen. So, dann hören wir das. Man kann das auch alleine hören, den Clip auswählen, da springt der Play-Cursor auch immer gleich dahin. You can use your voice. Dann ist das relativ ein trockener Sound, ein bisschen Hall ist original schon dabei. Ich möchte jetzt aber zum Beispiel hier noch weiteren Hall hinzufügen. Jetzt kann ich einfach hier unten hinklicken. Man kann sagen, ich möchte auf dieser Spur einen Hall haben. Und Hall heißt auf Englisch Reverb. Den klicke ich hier an. Sage okay. Jetzt übertreibe ich es mal komplett. Ich mache eine Halle ganz groß. Kann das aber auch einfach in der Standardausführung nehmen. Lassen wir das vielleicht mal in der Standardausführung. Und ich kann den ein- und ausschalten hier. So, jetzt spiele ich das nochmal ohne Hall. You can use your voice. Mache ich es wieder an, Leertaste. You can use your voice. Kann ich noch ein bisschen mehr in die Breite gehen, noch mehr mixen. Wenn es über 50% hier geht, ist der Hallanteil größer als das Original, Signal. Das ist ein sogenannter Dry-Wet-Schalter. Das heißt, hier unten habe ich das Originalsignal auch mit eingeschalteten. You can use your voice. Und wenn ich jetzt hier auf 50 gehe oder knapp, you can use your voice. Habe ich noch Hall mit dabei. Und dann kann ich hier verschiedene Einstellungen machen, wie der Hall funktioniert. Habe ich ein eigenes Video gemacht, wer das wissen möchte. You can use your voice. You can use your voice. Das hier einschalten oder ich schalte das aus, drücke hier nochmal auf das Plus und nehme jetzt ein Echo. Und Echo heißt im Englischen Delay. Und nehme jetzt gleich mal das Delay 2, das ist so ein Stereo-Delay, was so beide Richtungen irgendwie geht. Den Reverb habe ich jetzt, also den Hall habe ich jetzt erstmal aus.
Und wenn ich jetzt das hier abspiele mit dem mit den Standardeinstellungen, klingt das so. You can use your voice. Und wenn ich das Ganze jetzt hier mal komplett abspiele, wieder hier solo ausgestellt, damit alle Spuren spielen. Das Ganze kann man natürlich auch noch machen, wenn ich jetzt hier oben auf mein Dark Pad gehe und dann wird mir mein Instrument hier wieder angezeigt. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch, das hört man jetzt wahrscheinlich an der Stelle relativ schlecht, aber ich kann jetzt hier auf das Plus klicken und kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen Delay, gebe die Anfangsbuchstaben ein, nehme mir so ein Delay 2 in der Standardkonfiguration und habe hier jetzt automatisch einen Delay drauf. Wenn ich mir das jetzt mal alleine anhöre. So hört sich das alleine an. Der Unterschied ist jetzt nicht riesig. Mit Delay. Zum Beispiel. An der Stelle macht das Delay halt relativ wenig Sinn, weil das Instrument an sich schon so ein Delay hat. Das heißt, ich markiere das hier und entferne das. Entweder Rechtsklick und Delete, dann ist das weg. Und ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Plus ein Rotary hinzufügen. Und Rotary simuliert im Prinzip nichts anderes als diese Leslie-Boxen, was nichts anderes war als auf den Hammond-Orgeln früher diese Boxen, die sich gedreht haben und so halt so einen bestimmten Sound erzeugt haben. Wenn ich das jetzt einfach mal so in dieser Standard-Konfiguration nehme, erstmal ausmache und dann einschalte, hört mal so im Stereo, was da passiert. Jetzt schalte ich es an. Jetzt lasse ich mal alles zusammenlaufen. So, und so hat man schon seinen ersten Track mal so zusammen. Das Ganze geht hier runter in den Master und dann sieht man dann hier unten auch immer den Ausschlag, wie laut das Ganze ist. Da hier auf der linken Seite, wenn man den Master ausgewählt hat. Und das Gesamtlautstärke kann man hier runterdrehen oder eben auch hoch, wenn man so möchte. Und man kann auch die ganzen Lautstärken gemeinsam anpassen. Da habe ich auch ein eigenes Video dazu gemacht. Das verlinke ich auch nochmal. Und das Wichtige dabei ist, wenn ihr jetzt euren super Welthit da geschrieben habt, wollt ihr das ja auch euren Freunden zeigen. Und dann kann man hier mit File und Export Audio kann man das Ganze exportieren. Und dann nimmt man zum Beispiel hier diese Loop Region. Und die Loop Region ist nichts anderes als dieser Balken hier oben. Und wenn ich jetzt sage, okay, mein Lied ist so lang und ich so ein bisschen ausklingen, möchte ich das quasi bis hier hinten haben, weil da hinten klingt halt dann noch so ein bisschen und damit das nicht so abrupt endet, mache ich so ein bisschen länger. Gehe hier auf File, Export Audio, sage dann hier Loop Region, dann sehe ich schon 9.4 und sage dann okay. Und dann exportiert Bitwig das Audio in 16-Bit mit Deefer. Und ihr bekommt dann eine Wave-Datei. Und diese Wave-Datei könnt ihr dann mit einem anderen Programm, zum Beispiel Audacity, das verlinke ich dann auch nochmal, in MP3, M4A, OGG oder was auch immer für ein Format umwandeln und euren Freunden schicken. So, das soll es jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein. Das war mal so ein ganz schneller Einstieg mit allem Möglichen nicht erklärt, aber dass man einfach mal so ein bisschen Sound daraus bringen kann, wie man eben so Presets mal sich anhört, durchschaltet und sich mal so Sounds rausholt, wie man einfach mal so einen Clip anlegt, wie man so eine Drumspur macht und die ganz easy vervielfältigt. So kann man erstmal eine Weile Spaß haben und wenn ihr dann mehr wissen wollt, dann schaltet einfach wieder in die nächste Folge mit ein.
Wenn ihr das Video gemacht habt, dann liked das, abonniert den Kanal, teilt die Videos weiter, kommentiert, fragt. Das hilft mir alles. Wenn es euch gefällt, sagt es euren Freunden weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder, das dann bestimmt auch wieder ein bisschen kürzer wird und informativer. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.